holiness. So, wir waren ja hier schon und konnten ja auch nichts finden. Der Typ hat ja das Tor vorhin nicht geöffnet. Hier scheint es auch nichts mehr zu geben. So, wir müssen uns ein bisschen orientieren an der Kirche. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier lang. Das Grab sieht auch sehr, sehr verdächtig aus, hebt sich auch ab. So, da ist wieder Krypta, okay. Kann jetzt ein längerer Marsch werden. So, da hinten durchs Tor sind wir auch nicht gekommen. Hier sind wir letztes Mal lang gegangen, da haben wir auch nichts gefunden. Zeit kann ich auch nicht umwechseln, vom Winter auf Sommer. Was ganz cool wäre, wenn jetzt der Junge wieder auftauchen würde. Ja, den Weg können wir auch nochmal gehen. So, und das müsste die Kirche sein, wo wir drin wohnen, ne? Also quasi unsere eigene. Oder ist das unser... Ne, das ist unser Wohnhaus hier, ne? Hat sich denn jetzt hier irgendwas geändert oder so? Ne, ne? Ne, ist weiterhin... So, dass die Kutsche da steht und wir nichts machen können. Ja, wir können zu uns rein. Das ist schon mal gut. Oh. Waren wir in der Kirche, in der Küche vorhin? Nee, ne? Ja, Spiegel sieht er sich ja irgendwie nicht, komischerweise. So, gucken wir mal, was hier ist. So, hier ist die Bücherei, genau, die war vorhin auch noch verschlossen. Hier sollen wir nämlich auch was finden. Hier bin ich von ausgegangen, dass ich das einsammeln kann. Schöne Kirchenmusik. Okay, das sieht schon ziemlich abgebrannt aus. Noch auch keine Kerzen anzünden. Eieiei. Das ist ja auch wieder wie so eine Plage halt, ne? Ganzen Heuschrecken. Kann ich da... Ne, da lässt er mich irgendwie nicht durch. Taschenlampe wäre gut. So, hier ist nichts. 1000 Bücher. Tja, was könnten wir da machen? Ah, jetzt können wir es greifen. Das ging vorhin nicht irgendwie.
Sehr schön, auch hier ist ein Weihnachtsbaum. Oh, das sieht ja übel aus. Ein Auge weg. Tränen geweint. Immer dasselbe Radio irgendwie, ne? The only thing I kept after I renounced the darkness of my thoughts and converted. I'm not sure why, but it makes me think of my earlier beliefs and how I've changed, as though there were two of us in one body, a pure and an evil side. Ja, das ist so eine Missgeburten, also Missbildung, nicht Missgeburten, das ist jetzt ja gemein, wenn ja keiner was dazu, dass so zur Welt gekommen ist. Also diese siamesischen Zwillinge wurden damals als böse angesehen. Oder als Zeichen des Teufels, ne? Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Völlig krank, die Welt damals. So, was haben wir denn hier? Okay, hier finden wir nichts. Komischerweise, ich hätte eher gedacht so, wir finden hier noch irgendwas Tolles. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir jetzt hier irgendeinen Seitenstecher machen müssen. Ah, alles klar. Es werde Licht. Das können wir, müssen wir jetzt alle anzünden. Da wo ein... irgendwie einer steht und mir hier vielleicht auch. Sehr gut. Jetzt sind die doch bald alle vertrieben. Hier ist auch noch ein Kerzenständer. Zack. Der brennt schon. So, das ist gut. Das heißt, die Heuschrecken sind weg. Wir können theoretisch in Ruhe gucken. Oh, das Bild sieht auch böse aus, ne? Sieht ja wirklich so aus, als wenn der Junge vom Teufel besessen war. Diese Dornenkrone. Da gibt es auch eine Abteilung, Esoterik. Ja, hier gibt es auch noch einen zum Anzünden. Hätte man die Lampe ja wenigstens noch anmachen können. Ist aber geil gezeichnet, ne? Wenn man sich das mal anguckt, ey, richtig gut aus. So, jetzt können wir auch das Buch nehmen. So this is how the ghosts of the unbaptized children want to drive me mad. You stand no chance, Satan. I believe in God and he is my savior. Do you hear me? Could this mean that the seven missing children are in fact victims of cholera? I knew I couldn't be guilty. I'll call the radio station right now. They deserve to know the truth before it's too late. Dann rufen wir nochmal die Radiostation an. Good evening, sir. Good evening, caller. This is Father Abraham Marcus from St. Mary's. Good heavens! The killer priest? The child murderer himself? Silence your lying tongue. You know as well as I do that those children didn't go missing. They died of cholera. Stop turning people against me with false claims. Why are you all trying to crucify me by connecting me to their deaths? Father, please, listen. We don't care if you kill them or not. We're particularly interested in that poor little altar boy, David. What do you do with him, hmm?
Please do tell. Enough of this madness. They're acting like demons as well, like wild beasts. I shall linger no more. The ritual book, where is it? Das Ritualbuch müssen wir jetzt finden, okay. Aber der Typ vom Radio, der glaubt uns ja wirklich nicht mehr, ne? So, dann wollen wir mal schauen. Ich vermute mal, dass das Ritualbuch denn auch bei Ritualen ist, ne? Das ist ja orientalische Metaphysik. Und Gnostizismus, Esoterik, dann auch eine Abteilung Rituale. Wissenschaft und Mystik. Östliche Rituale. Ach. Östliche Rituale. Das Ledersofa sieht mega geil aus. So. Vielleicht das Ritualbuch? Nee. Ist jetzt die Frage, finden wir das Ritualbuch hier? Wirklich zwischen den Büchern? Oder befindet sich das ganz woanders? Wird aber nichts angezeigt. Irgendwas anklicken können. Das ist Brot, ne? Aber cool, wir haben die heiligen Kerzen angezündet und die Heuschrecken sind weg. Das finde ich auch mal nice. Hier gucken wir hier nochmal genau die Tasse. Da ist ja die Spinne drunter. Das Ritualbuch, da fässt aber nichts an. Irgendwo hier in der Kirche ist irgendein Geheimfach oder so. Irgendwo versteckt sich hier was. One night, when the northern lights could be seen clearly in the night sky, I took this dagger and slit the throat of a lamb. A memory I am ashamed of now. Sieht doch aus wie ein Ritualbuch, aber... Vielleicht finden wir das ja auch draußen nochmal. Gucken, ob wir jetzt nochmal rauskommen, ist die Frage. Ne, wir bleiben hier erstmal drin, ne? War nicht schlimm. You don't scare me. Do you understand? I'm a mere object. What harm could I bring? And who will can find the book? But for this you must sign the blood pact on the shelf right here. Okay, ich lasse mich darauf ein. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. This is not what I asked of you. Sehr geil gemacht. So, er hat ja gesagt, wenn ich den Pakt mit dem Teufel unterschreibe, dann werde ich das hier finden. The key is down. On the table. On the table hier vorne, also auf dem Tisch hier, oder? Ja, hier. Ja, auch nicht. Schlau gemacht. On the glass case. Auch nicht.
Ich laufe hier erstmal schön durch die Gegend und... Na, egal. Ah! Wie oft der sich jetzt schon geritzt hat in dem Spiel. Ah. In your hand, alles klar. The book David told me about. Now, I should go down to the crypt. I hope the gate to the old cemetery is open. Ja, dann können wir jetzt wieder zur Krypta gehen. Jetzt kommen wir auch wieder raus, okay. Welcome. This place was my home for a long time. We are holding a tea party on the nearby island. We can't start until everyone is present. My brother Alexander was left behind locked inside his bedroom. Can you open the doors and call him? Of course. Wir haben Friedhof. Der war mir irgendwie nix. Ob er dann jetzt hier reinkommt. Ja, das geht. My God, this place, it's alive. All grown-ups were once children, but only few of them remember it. Gucken auch alle so glücklich, ne? Sehr schön gemacht. Okay, wenn man reingeht, ist natürlich keiner da, ne? Das heißt, man sieht's nur durch das Glas. Farben sind schön. You know, this isn't funny. It's just a game. Go ahead. No. Ah, jetzt habe ich mich selber gespritzt, okay. Du hast das Gegenteil von dem gemacht, was der Teufel gesagt hat. It was just another test. Now you need to find 7 toys and bring them to me. In exchange, I will give you the names of the 7 children you need to find. The dolls are all scattered inside the house. Okay, ich soll ihn die 7 Puppen bringen. Die Puppen sind alle versteckt im Haus. Ah, das war ja eben auch sehr geil, ne? Wie die hier gestanden hat, so grafisch. Mir ist richtig gefallen. Ist auch eine Puppe. Da scheint keine zu sein. Hier ist noch eine. Hier an der Wand oder so? Nee, ne? Nee. Okay, hier drüben waren wir noch nicht. Werden hier auch noch Puppen sein. Dear Mom, thank you for visiting me every week and bringing me apple pies. Alexander is not feeling well these days, but he will regain his strength. Today we discovered a new formula that can bring back to life any dead flowers. Can you believe it? I love you, Mom. Today something special happened. A woman and her husband came to the orphanage. Looking to adopt a child. She was very beautiful, with long dark hair, and he was tall and charming. They both looked like wealthy people. The monks gave them David, the wisest child in the orphanage.
Das habe ich mir schon fast gedacht, dass ich da draußen noch eine Puppe finde. Könnte ja auch mal eine unter der Decke hängen oder so. Ich weiß gar nicht, ja, vier Puppen habe ich jetzt. Vier weibliche und zwei männliche. Ging's dir auch raus, ne? Nee. Können wir mal gucken, ob zwischen den Betten hier noch eine Puppe oder so liegt. Kann ja auch sein. Nee, ist nicht der Fall. Hey. Tür auf. Dankeschön. So, da war ich ja auch schon. Da ging es auch nicht raus, ne? Nee. Ah, hier ist noch eine Tür. Kellertür, aber die geht nicht auf. Okay. So, das heißt, draußen war nur eine Puppe. War auch nur eine Puppe, ne? Genau. Können wir hier vielleicht noch irgendwas anderes machen oder so? Nee. Hier im Schrank irgendwas? Nee, ne? Nee, da ist auch nichts. Okay. Da waren wir schon draußen. War alles gesehen. Hier ist auch nichts. Ich dachte, was wackelt denn da so? Ja, auch sein können, dass das hier irgendwie mal aufgeht oder so, ne? Kleinen Schrank oder... Ach, jetzt sind wir auch rausgekommen. Aber wir haben nur sechs Puppen. Müssen wir nicht... Hat er nicht gesagt, wir brauchen sieben? Aber nochmal gucken, ob wir hier eine übersehen haben oder so. Das Bild hatte ich ja... Genau, das hatte ich ja angeguckt. Ah, hier ist noch was. Genau. So, da haben wir jetzt die sieben Puppen. Genau, stell mal vor, ich wäre jetzt weggelaufen, dann hätte ich mich richtig geärgert. Wo geht's denn hier hin? Art Baumhaus, ne? Wenn das so nicht geht, versuchen wir es mal so. So kommen wir rein. Sehr schön. Ey, die Farben sind natürlich in dem Spiel richtig schön. Ja, hier ist ein Bild noch. Super. Müssen wir mal gucken, wo die Kirche ist. Ich dachte eigentlich, dass der See dann zugefroren ist oder so. So, hier haben wir noch Särge. Können aber bestimmt auch übers Wasser wieder gehen, ne? Dass wieder Bilder erscheinen. Nee. Ich glaube, da ist die Kirche, ne? Die Tür ist auch hier auf, okay. Auch schön, ne? Oh, die schöne Grafik. Wunderschön. Lassen Sie sich auch nicht von mir erschrecken.
So, hier ist wieder eine alte Kutsche. Vielleicht bringt die mich da auch hin irgendwie. Also wenn ich wieder auf Schneemodus schalte, dass mich die Rentiere wieder irgendwo hinbringen. Okay. Mal die Kissen runternehmen. Zack. Zack. Ist ein Schloss. Mal. Mal irgendwo einen Schlüssel finden. Hier ist ein Schädel. Ich vermute mal, der Schlüssel wird nicht weit sein. Wir gehen mal auf... Schalten mal auf Wintermodus. Ach, hier ist doch der Schlüssel, ne? Ich nehme vor... War der nicht vorhin auch schon da? Ich weiß gar nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Ah, das nächste Bild. Sehr schön. So, das war's, ne? Wir können das noch zumachen. Können es aber auch auflassen. So, meine Vermutung war falsch. Oh, wir kommen hier in die Kirche. Oder zur Kirche, besser gesagt. Können wir auch hier querlaufen? Nee, ne? Nee. Das wäre auch zu einfach gewesen. Hier, die ist da hinten. Schauen uns das jetzt hier nochmal an. Ich habe es bis jetzt noch nicht gehabt, dass ich irgendeinen Schrein... Also an dem Schrein hier irgendwas machen konnte. Sprich, irgendein Bild oder so einsetzen. Das war noch nie der Fall. So, wie komme ich da jetzt rüber? Digga, vielleicht einen Sarg als Boot benutzen oder so? Was ist denn das? Soll das Eis schmelzen lassen? I will tell you the truth about how Alexander died. David and Alexander never had a chance to play together as children do. Years ago, before meeting you, they lived at the Little Prince Orphanage in Romania. Then there was an outbreak of cholera. All the orphans were vaccinated with only two syringes. One of those was unsterilized, and it happened to be the one used on poor Alexander. David was spared. We pass through time like wafted leaves in the wind. I will forever keep Alexander in my heart.